Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal, meine Freunde. Es wird Zeit für eine neue Review und heute nehmen wir uns den Jada DeLorean im Maßstab 1 zu, schlag mich tot, 1 zu 32, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich denke mal, der war 1 zu 32, kann mich aber auch irren. Auf jeden Fall schauen wir uns den DeLorean etwas genauer an. Als allererstes werfen wir einen Blick auf die Verpackung. Wir haben ein wunderschönes DeLorean Artwork aus dem Film. Echt cool gemacht. Ich glaube, ist sogar vom Poster irgendwie. Dann hier unten Time Machine, Back to the Future Teil 2. Ja, auf der Seite haben wir nochmal ein schönes Artwork von dem gezeigten Modell. Auch das gleiche auf der Rückseite. Hollywood Rides ist ja so eine Toyline von Jada. Sieht eigentlich, ja, in meinen Augen sehen die Modelle eigentlich ziemlich cool aus. Dieser DeLorean hat ja auch wunderschöne Details, da gehe ich später drauf ein. Und hier vorne haben wir nochmal ein Sichtfenster, das schon mal die Front des DeLorean zeigt. Wir haben kein DeLorean Motor Company Logo vorne drauf, weil es sicherlich ja, nicht lizenziert ist, würde ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz befreien wir das gute Stück aus der Verpackung und schauen wir uns das Modell etwas genauer an. Ja, hier hätten wir den DeLorean nun aus der Verpackung befreit. Sieht in meinen Augen ziemlich gut aus. Ich denke mal, die Karosserie ist einfach blankes Metall, auf das sie Klarlack gesprüht haben. Aber ja, es erfüllt seinen Zweck und sieht in meinen Augen auch ganz gut aus. Kommen wir zu der Front. Wir haben hier die Front mit den Scheinwerfern. Mir gefällt dieser kleine silberne Akzent hier in den Scheinwerfern. Ist echt cool. Ich finde nur schade, dass sie das Fluxband vorne nicht farblich abgesetzt haben. Ein Tick blaue Farbe hätte dort sicherlich geholfen. Hier haben wir die Fluxboxen in einem normalen Grau. Ich denke, die waren im Film auch ein bisschen ja, bläulich grau, so taubengrau vielleicht oder so. Dann haben wir hier die Fluxleitungen, die hier runtergehen. Dann haben wir das angedeutete Bauteil hier unten. Ich weiß jetzt den Namen nicht von diesem Bauteil, aber die Fluxleitungen gehen hier rein, kommen wir wieder hoch und verschwinden zwischen den Zylindern nachher hier im Wurmloch im Mittel. Aber nichtsdestotrotz, echt cool gemacht. Auch die Felgen sehen in meinen Augen ziemlich cool aus. Bloß das Profil ist ein bisschen Offroad-mäßig, aber ansonsten echt cool gemacht. Auch hinten. Die Reifen haben die gleiche Größe. Beim Original DeLorean sind die Reifen hinten etwas größer. Zumindest sieht es hier so aus, als wenn die gleiche Größe haben. Ich denke mal schon. Müsste man nochmal nachmessen. Ja, dann haben wir hier die hintere Fluxleitung, beziehungsweise das hintere Fluxband, was hier nach unten geht, auch in die Fluxboxen rein. Generell sieht der Unterboden eigentlich ziemlich gut aus. Ich weiß gar nicht, wessen Vorbild Sie da genommen haben. Das haben Sie natürlich ein bisschen stark vereinfacht. Ach, hier steht ja auch der Maßstab 1,32. Dann sehen wir hier so einen großen rechteckigen Kasten. Ich denke mal, dieses Bauteil hier unten wird für so einen Schwungantrieb sein oder für so einen Rückzugsmotor. Das sieht zumindest so aus. Auch innen drinnen denke ich mal, ja gut, kann man jetzt nicht sehen, weil die Reaktorplatte hier hinten alles verdeckt. Aber ich denke mal, das war irgendwie so ein Teil für ein anderes Auto und das haben sie ein bisschen abgeändert. Dann sehen wir hier die Auspuffanlage. Die sieht natürlich schon fast so aus wie beim DeLorean und natürlich hier die Fluxboxen, die leider farblich nicht abgesetzt sind. Aber das ist nicht weiter schlimm, da das Fahrzeug ja sowieso meistens steht und nicht auf dem Kopf liegt. Ja, dann haben wir hier den Mr. Fusion. Echt cool gemacht. Also die Details bei diesem Mr. Fusion sind echt cool, wirklich gut gemacht. Dann haben wir hier die Eishockey-Pucks, also Pucks sagt man dazu, zu diesen Bauteilen hier, die sind leider farblich nicht abgesetzt, aber immerhin sind sie silber. Also das sieht schon mal sehr gut aus. Dann haben wir hier die Vans hinten, die sind schwarz, auch gut. Im Original waren sie, ja, ist schwer zu erklären. Ja, im Original waren sie schon silber, aber sie waren durch die Hitze angelaufen. Das wäre natürlich hier ein bisschen aufwendig gewesen. Aber ich finde es schön, dass sie diese Vents hinten schwarz gemacht haben. Dann haben wir das Heck vom DeLorean. Hier steht natürlich noch Auto Time drauf. Und auch die Rückleuchten sind in meinen Augen eigentlich ziemlich gut gelungen. Ja, andere Seite haben wir dann noch hier diese Tubes, diese Torpedos angedeutet. Auch nicht schlecht gemacht. Hierzu noch weitere Boxen und das Rear Deck hinten, ja, strotzt nicht gerade so vor Details, aber auch hier diese kleine Tube hier hinten ist in Rot abgesetzt. Also, ja, man muss schon sagen, Jada, ihr habt da wirklich doch einen guten Job geleistet, da die essentiellen Teile hier eigentlich farblich hervorgehoben sind. Und mir gefällt das Ganze eigentlich sehr gut. Der Wormhole in Mitte hier oben, also der Wurmlochgenerator, ist nochmal im Grau gehalten. Ja, okay, lasse ich noch durchgehen. Aber ansonsten, erst einmal sehr schick. Ja, kommen wir zum Cockpit vorne. Dort ist alles in Schwarz gehalten, ein bisschen schade. Ja, man hätte dort vielleicht sicherlich auch einige Farbakzente setzen können. Aber nichtsdestotrotz ja, bin ich doch sehr zufrieden. Für ein Modell für 8,99 € glaube ich, hat das gekostet. Lässt sich da schon ja, ganz gut sehen. Dann können wir die Türen aufmachen. Das gibt den Blick frei nochmal ins Cockpit. Etliche Anzeigen sind vorhanden.
Den Flux kann man jetzt nicht so gut sehen, aber er ist da. Ja, die Sitze gefallen mir eigentlich ziemlich gut. Sie haben Struktur und entsprechend auch dem Original. Also da kann man wirklich nicht meckern. Hier haben wir das Lenkrad. Dann haben wir hier die Zeitleitung. Keine großen Details. Wir haben sogar die Knöpfe auf dem Lenkrad. Er rollt ziemlich gut. Hat natürlich keinen Rückzugsmotor, auch wenn hier dieses Teil noch vorhanden ist. Aber wie gesagt, er rollt ziemlich gut. Vernünftig, würde ich mal sagen. Auch hier im Licht sieht man deutlich den Schimmer der Farbe bzw. der Edelstahlkarosserie, die es im Original gewesen ist. Aber hier wird sicherlich einfach nur, wie gesagt, blankes Metall sein. Ich finde es schade, dass sie die Frontmaske nicht farblich abgesetzt haben. Ebenso nicht die Heckblende hier hinten. Die ist im Film deutlich dunkler. Das hätten sie vielleicht noch machen können. Aber ich würde mal sagen, von 1 bis 10 kriegt das kleine Modell im Maßstab 1 zu 32 von mir durchaus eine 7. Also das lässt sich wirklich schon sehen. Also gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, das soll es schon gewesen sein. Eine kleine Review zu meinem DeLorean. Wir können auch mal kurz nachmessen, wie lang das gute Modellauto ist. Im Großen und Ganzen haben wir eine Gesamtlänge von guten 12,5 Zentimetern. Wenn man das so... Naja, wir haben sogar noch ein bisschen mehr. Warte mal, so... Wir sind sogar 13,5 Zentimeter, wenn man genau sein will. Ja, wie gesagt, ich bin zufrieden. Schönes Modellauto, nettes Gimmick, kann man sich schon mal hinstellen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Das war meine kleine Review zum 1:32 DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Ein sehr, sehr schönes Modell. Wenn ihr es finden solltet für einen angemessenen Preis, würde ich zuschlagen. Also ich empfehle dieses Modell, so als Gimmick kann man sich das schon ja, hinstellen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.